Folgende Materialien werden zur Vorbereitung einer Schwerkraftinfusion benötigt: hydroalkoholische Lösung zur hygienischen Händedesinfektion, ein Flächendesinfektionsmittel zur Aufbereitung der Arbeitsfläche, die Infusionslösung, das Infusionsbesteck, Etiketten und ein Stift zur Beschriftung der Infusionslösung, ein Infusionsständer und ein Abwurfbehälter. Die Arbeitsfläche wird wischdesinfiziert und anschließend das notwendige Material zusammengestellt. Vor Beginn werden die Hände mit der alkoholischen Händedesinfektion desinfiziert. Es wird darauf geachtet, Verfallsdatum und Unversehrtheit des Infusionsbeutels. Die Infusion wird jetzt etikettiert. Die Person notiert Name und Vorname des Bewohners, Patienten, Datum und Uhrzeit. Zimmernummer oder Bettnummer, Dauer der Infusion, Medikamentenzusätze und eventuell die Infusionsgeschwindigkeit. Die Person führt erneut die hygienische Händedesinfektion durch. Und öffnet den Verschlussring des Infusionsbehälters. Bei Infusionsflaschen mit Metall Verschluss wird die Gummimembrane zusätzlich desinfiziert, was in diesem Fall nicht notwendig ist. Das Infusionsbesteck wird aus der sterilen Verpackung entnommen. Und das Belüftungsventil geschlossen. Anschließend wird die Rollklemme nah an der Tropfenkammer geschlossen. Die Person entfernt die Schutzkappe vom Einstichdorn und achtet darauf, dass sie sie nicht mit den Händen berührt. Anschließend wird der Dorn in die Infusionsflasche eingeführt. Nun drückt die Person mehrmals kurz auf die Tropfenkammer und füllt diese bis zur Hälfte. Dabei bleibt das Ventil geschlossen sowie die Rollklemme. Anschließend wird die Rollklemme langsam geöffnet und das Infusionssystem somit luftfrei gemacht.
Anschließend wird die Rollklemme wieder geschlossen.